Hallo Paraguay Live, ich bin der Pit. Herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute ein wichtiges und heikles Thema, und nämlich Notare in Paraguay. Bleibt dran. Vielen Dank nochmal für eure Fragen und diesmal ein heikles Thema, was natürlich auch zu Immobilien grundsätzlich gehört, und zwar die Notare. Danke für eure Fragen. Also ich denke, bin 100% der Meinung, ich werde es nicht weder in diesen Videos richtig erklären, noch in viel längeren Videos, weil man einfach die Problematik verstehen muss, beziehungsweise verstanden muss, und dazu gehört auch natürlich das Leben, das langjährige Leben in Paraguay. Aber nichtsdestotrotz, bleibt dran, ich versuche es in kurzen Sätzen, euch die Problematik zu erklären. Okay? Also die meisten von euch sicherlich kennen Notare in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich, und sicherlich fast alle oder die meisten von euch hatten schon mal einmal, mindestens einmal Kontakt mit einem Notar. Ich natürlich auch. Ich habe in Deutschland fast 20 Jahre in der Immobilienbranche gearbeitet, sodass man sich, wie gesagt, in Deutschland auf die Notare praktisch also voll verlassen könnte. In Paraguay sieht die Sache etwas anders aus. Zuletzt hat mich ein Kunde ins P gefragt: Pitt, also die Notariate, ach Gott, da habe ich viele schlechte Sachen in Paraguay oder über die Notare in Paraguay gehört und. Tja, wisst ihr, also ich muss da eins dazu sagen. Also Paraguay ist ein Land wie jedes andere. Ich wohne hier schon seit 18 Jahren und bin voll zufrieden. Es gibt sicherlich auch in Deutschland, in jedem Land der Welt, solche Leute und solche Leute. Ja? Also es gibt in Paraguay auf keinen Fall nur Halunken, nur schlechte Leute, schlechte Notare in diesem Fall, die euch nur das Geld aus eurer Tasche ziehen wollen. Nein, nein, nein. Es gibt auch Gesetze, die befolgt werden, nur es gibt auch Notare, die es in eigener Arbeit wirklich ernst nehmen. Und deshalb unterstreiche ich immer wieder in meinen Videos, dass es auf jeden Fall wichtig ist, in eine Gruppe, in einem Team, ja, Teamwork, zu arbeiten. Das heißt, eben aus diesem Grunde ist es wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf die man sich verlassen kann. Und stellt ihr euch mal vor, es geht um Immobilien, also grundsätzlich um wertvolle Sachen. Also da muss ja alles stimmen. Ja? Und das sind Sachen, wo ich selber auch gesagt habe, okay, man muss im Prinzip ein Team, eine Gruppe bilden, wo man sich natürlich auf die Leute verlassen kann. Was natürlich, wie gesagt, nicht so einfach ist. Weder in Paraguay, noch in Deutschland, noch in der Schweiz, Österreich oder wie auch immer, Kanada, Vereinigte Staaten. Es gibt, wie gesagt, immer die Guten und die Bösen. Und es geht darum, eben um die Guten zu erwischen. Also viele von euch haben sicherlich schon gegoogelt, also an Notare in Paraguay, sowas in dieser Art und Weise, und haben festgestellt und gelesen. Zum Beispiel, es gibt auch Listen von deutschsprachigen Notaren. Dazu kann ich nur eins sagen.
Es gibt natürlich auch in Paraguay paraguayische Notare, die hervorragende Arbeit leisten. Der Unterschied meistens besteht darin, dass meistens die mehrsprachigen, sei es Notare, sei es Anwälte, natürlich sich in dem Preis unterscheiden. Genau. Und man hat immer Vorteile, zum Beispiel wie ich, wenn man halt die Sprache beherrscht und in einer Gruppe arbeitet mit Paraguayischen, sei es Anwälten oder in diesem Fall Notaren, die wirklich eine hervorragende Arbeit leisten, und ich muss diese Leute nur unterstützen. Also, kurze Zusammenfassung. In Paraguay gibt es wirklich Top-Notare, die euch sicherlich auch helfen können. Wir zum Beispiel sind schon seit 18 Jahren hier und deshalb arbeiten. Ich bevorzuge auf jeden Fall mit Top-Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Menschen, die wirklich tolle Leistung machen, sind nicht gerade billig, aber billig kommt teuer. Deshalb, ihr könnt euch auf jeden Fall 100% verlassen. Also wenn wir es in unserem Team die Sachen erledigen, es geht jetzt um Grundstücke und Immobilien, da haben wir auch unser Team. Es gibt auch Notar andere Konten, wo man das Geld sicher überweisen kann. Also da gibt es gar keine Probleme. Dazu stehen wir natürlich mit unserem Namen in dem ganzen Team. Also von daher gar keine Probleme, gar keine Bange von paraguayischen Notaren. Wenn ich immer höre, ach, da sind ja nur die Deutschen. Nein, wir sind ja auch in Paraguay. Klar, es gibt ja auch deutschsprachige Notare. Aber warum mehr bezahlen, wenn man natürlich die gleiche Leistung bekommt für weniger Geld? Also man muss es schätzen, dass die paraguayischen Notare wirklich eine Top-Arbeit leisten. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch vereidigte Dolmetscher, Übersetzer, die euch im Falle des Falles, falls ihr natürlich kein Spanisch beherrscht oder nicht ausreichend beherrscht, euch weiterhelfen. Das heißt also, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, einen normalen Vertrag, Notarvertrag in spanische Sprache dann zu übersetzen und praktisch als Beilage zu dem originalen Notarvertrag dabei zu legen. Und es ist überhaupt gar kein Problem. Also, vorher denken, sich überlegen, immer Grundstücke kaufen, die Eigentumsnachweis haben. Da kann ich mich nicht oft genug wiederholen, weil viele einfach das unterschätzen. Ja? Also glaubt mir, weint nicht später, sondern denkt vorher. Ja? Und falls ihr Fragen habt, gar kein Problem, einfach uns anschreiben und ihr bekommt sicherlich die korrekte Antwort. Und wenn nicht, dann wenden wir uns natürlich an unsere Partner, die immer Fachleute sind. Also von daher gar keine Probleme. Ich habe mich gefreut, euch etwas damit geholfen zu haben und freue mich auf weitere Fragen und passt auf euch auf. Das Video bitte wie immer teilen, Likes nach oben, falls es gefallen hat, und wir sehen uns sicherlich in unserem schönen Paraguay. Zum Schluss gebe ich euch ein paar Bilder aus unserem Büro, in Anführungszeichen. Bis dann. So, so ungefähr sieht es ja aus. Also von daher kein Wunder, dass ich das deutsche Büro getauscht habe.